Weil es einfach wirklich ein schnell und leicht verfügbares Wurzelgemüse ist, möchte ich nochmal die große Klette herzeigen, und das wird wahrscheinlich nur öfter passieren. Ihr müsst jetzt wissen, die große Klette ist eine zweijährige Pflanze. Das heißt, wenn es die Wurzel erntet, am besten, oder macht keinen Sinn, das dann von einer Pflanze zu machen, die was an Blütenstiel und Blüte hat, sondern entweder im Herbst, wenn es seht, auch da ist eine verblühte Klette und nebenbei ist so ein Blattgrün, dann kannst du davon ausgehen, dass du eine gute Wurzel findest. Oder jetzt im Frühling, noch nicht blühende Pflanzen, also bevor das Ganze richtig austreibt, auch da kann man dann die Wurzeln nur ganz gut verwenden. Ich habe da jetzt ein ganz steiniges Areal vorgefunden und da sind die Wurzeln relativ klein. Die große Klette kann wirklich eine beachtliche Wurzel entwickeln. Also da kann schon mit einem Ausgraben ein ganzes Essen dabei sein. Und jetzt ist eben, es ist jetzt Mitte April und sie ist noch ganz weich. Großteils, Moment, ich schüttle das einmal weg. Da. Ja, da drinnen, also wenn man das mit dem Messer wegschält, hat man weniger Verlust. Und das lässt sich ganz leicht abbeißen, ist nichts Holziges. Und schmeckt weder irgendwie arg aufdringlich noch sonst irgendwie unangenehm. Und das waren jetzt 1 Minute graben. Und ihr seht, da sind so viele verschiedene Klettenexemplare noch. Also, wenn man da jetzt Hunger hätte, dann wird man da innerhalb von einer Viertelstunde sein Mittagessen zusammen haben, und es bringt sicher mehr Energie, wie es verbraucht. Also, das war wieder mal ein kleines große Klette, kann man gut die Wurzeln essen, Video, und ich wünsche Mahlzeit. Ah ja, die Wurzel kommt man auch essen. Ja, also Ackerkratzdistel, wenn man es nicht abreißt.